Go. Hallo, mein Name ist Daniel und ich bin Softwareentwickler bei Probat. Ich bin jetzt hier nicht öfter, aber meine Software ist hier öfter. Also die ganze Software, die wir hier bei Probat entwickeln, die wird hier meistens ausgestellt und kann ja auch, wird hier zu Präsentationszwecken verwendet. Und hier kann man quasi unsere Arbeit in Aktion sehen. Also der Bereich Software wird bei Probat immer wichtiger. In den letzten 4, 5 Jahren haben wir auch deutlich Schritte nach vorne gemacht. Wir haben zum Beispiel unsere Rösterssteuerung komplett von Anfang an neu entwickelt, auch neu gedacht, haben hinterfragt, was können wir besser machen. Und ja, das Resultat ist hier Pilot 2020, unsere neue Steuerungsgeneration. Und das wird bisher auf dem Markt auch ziemlich gut angenommen. Das schönste Projekt war nicht nur die Entwicklung von der Software selbst, sondern auch die erste Inbetriebnahme der Software bei einem Kunden in Italien vor Ort, wo wir dann 2 Wochen lang das Ganze in Betrieb genommen, getestet haben und am Ende einen zufriedenen Kunden hatten. Also ich selber bin zufällig in der Kaffeebranche gelandet. Als ich damals meine Ausbildung begonnen habe, habe ich manchmal Kaffee gemocht. Ich fand es widerlich, aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich Kaffeeliebhaber und habe auch meinen Spaß daran, selber Kaffee manchmal zu rösten auf unseren kleinen Röstmaschinen oder auch natürlich zu trinken. Ich finde gar nicht, dass das so ein starker Widerspruch ist. Also klar, Kaffee ist ein Genussmittel und Software zu programmieren macht auch Spaß. Und man weiß ja auch, Informatiker brauchen Kaffee zum Leben, also passt das schon. Ja, was sind wir für ein Haufen? Ich würde sagen, die allgemeine Antwort, technikverliebte Nerds. Aber natürlich auch irgendwo Leute, die Spaß an komplexen Problemen haben und gerne dabei auch eine Tasse Kaffee trinken. Also im Allgemeinen kann man Probleme ansprechen. Man bekommt auf jeden Fall Gehör. Und unser Geschäftsführer, der Wim Abing, der bietet sogar One-to-One-Meetings an, wo jeder normale Mitarbeiter einen Termin bei ihm im Kalender einstellen kann und mit ihm über alles Mögliche sprechen kann. Die Tage hat mich die Personalabteilung gefragt beim Mittagessen: Daniel, gibt es etwas, was du am Probat verbessern würdest? Ich habe kurz überlegt und mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen. Ich bin zufrieden und glücklich. Ja, Probat hat ein Programm gestartet, das nennt sich Probat Connected. Und das bietet im Prinzip jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, andere Standorte der Firma zu besuchen. In Brasilien, in den USA, in Indien, in Schottland. Und in dieses Programm habe ich in Anspruch genommen und werde demnächst 2 Monate in den USA bei einem Tochterunternehmen verbringen und dort auch coole Projekte mitbegleiten. Freust du dich drauf? Auf jeden Fall. Wir verbringen ungefähr 70-80% unserer Arbeitszeit im Homeoffice. Und sind auch sehr produktiv und können in der Mittagspause kurz Sachen erledigen, zum Beispiel einkaufen gehen. Also absolut top. Wenn ich hier bin, dann schätze ich eigentlich insbesondere den Austausch mit den Kollegen vor Ort, live und in Farbe. Und auch gerne dann später mit dem Kollegen zur Mittagspause in Werk 3, unserem Betriebsrestaurant, gibt es eigentlich immer gute Speisen. Das, was wir machen, das machen wir mit Sorgfalt, das machen wir mit Qualität. Und am Ende ist das ein 100%iges Ergebnis. Wenn ich Probat mit einem einzigen Satz beschreiben wollen würde, sage ich, wir bauen die besten Kaffeeröster und Kaffeeanlagen auf der ganzen Welt. Ja, also wir haben mit der Entwicklung der neuen Röstersteuerung hier den Start gemacht, aber seitdem nicht aufgehört, uns weiterzuentwickeln. Also wir blicken stetig in die Zukunft. Wir haben sehr viele interne Projekte gestartet, Neuentwicklungen, um nicht nur das Unternehmen selbst digital voranzubringen, sondern auch unsere Produktpalette zu digitalisieren. Da kommt einiges. Nein, ich bin echt so. Also, das Tolle ist, also ich sag mal so, ich habe ja damals, war das Gründungsmitglied meiner Abteilung, nenne ich es jetzt mal, habe die quasi mit aufgebaut, also mein Bereich in unserer großen Abteilung Engineering. Und Sebastian, mein Chef, der lässt mir auch komplett freie Hand. Sag mal, Daniel, mach mal. Besser kann es eigentlich nicht sein.